Oh yeah, echt groovy bekifft zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pahostel Zavo. Mittlerweile Part Nummer 18, glaube ich. 18, genauso alt wie ich gerade bin. Und irgendwo hier lauert Gary Coleman oder das, was noch von ihm übrig ist, seitdem wir ihn das letzte Mal zerschnetzelt haben, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir haben schon Granaten parat. Wenn der Typ jetzt kommt, dann kriegt er eine ordentliche Packung. Jawohl! Oh oh, der ist noch nicht platt. Geh sterben! Der lebt ja... Nee, jetzt lebt er nicht mehr. Ein Glück, die Granate ist immer noch da. Okay. Wie regeln wir die nächste Situation? Das ist jetzt eine gute Frage. Was auch immer hier kommen mag. Surgery, Supplies, Quiet, Hospital, Staff only, Rollstuhl, Plüm, Plüm. Ich nehme den einfach mal als Deckung. Plüm. Gib dir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Die Granate ist ja immer noch am Rutschen. Los, Coleman, für dich. Der ist nicht mal mehr da. Das ist witzig. Nö, die Scheren und alles, ne, das brauchen wir nicht. Und er löst sich mal wieder in Seife auf oder was auch immer das hier sein soll. Pfui. Das sieht eklig aus. Nur der Kopf bleibt bis kurz vor Schluss. Das ist seltsam und definitiv auch dieses komische Windows, was hier drauf läuft. Denn das kenne ich gar nicht. Caution. Wet Area! Caution. Wet Area! Wet Area! Und ich habe immer noch die Granaten parat, um direkt dem nächsten Gary einen überzuziehen damit. Los! Gehen wir durch. Oh nein! Da ist er. Lass mich in Ruhe. Ich will deine Granaten nicht. Nein. Also granatenwerfende Gegner waren noch nie wirklich meine Stärke. Nein! Wo muss ich hin? Ich will nicht von dem Ding getroffen werden. Okay, ich mache ihn mit Scheren kalt. Aua! Du kleine Mistratte. Au! Ich glaube, ich muss ganz ehrlich versuchen, einfach Katzenminze zu kiffen gleich. Ohne Witz jetzt. Das bringt voll viel bei dem Spiel. Weil einfach alles richtig schön langsam ist. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Katzenminze ist einfach geil bei Postal. Da kannst du echt nichts sagen. Musst du dir mal reinziehen direkt. So, hier steht Exit. Das hört sich doch schon gut an, denn aus diesem Irrenhaus hier möchte ich gerne raus. Oh. Jetzt ist alles wieder normal auf einmal. Der Typ ist anscheinend wieder geistig in Ordnung. Meine Scheren finden dich. Aua, eigentlich müsste die Schere mich gerade zerschnetzeln, tut sie aber nicht. Was haben wir? Supplies, hurra! I gotta find more of that good stuff. Da brauchst du ja gar nicht mehr irgendwie eine Healthpipe oder so mitnehmen. Restrooms, oh cool, auf dem Klo gibt's bestimmt auch lustige Sachen. Nö, das sieht einigermaßen normal aus. Ah, aber wir müssen natürlich erstmal pissen. Völlig vergessen natürlich, die Blase drückte schon die letzten 3 Stunden. Und man sieht, unser Kollege, der Dude, er läuft gerade irgendwie in das Waschbecken rein und er hat eine komische Kopfverletzung, hat ein Stirnband dafür. Also so eine komische, naja, ich weiß auch nicht, wie man das Ding genau nennt. Ich sag einfach mal Stirnband und wir haben einen Kuhkopf mit Milzbrand gefunden. Das ist natürlich äußerst vorteilhaft. Da haben wir direkt was, um es auf die Gegner zu werfen, wenn uns nichts Besseres einfällt. Ach ja, natürlich nicht die Schere vergessen, die wir natürlich nicht einsammeln können, weil wir schon genug Scheren haben, sehr offensichtlich. Und ich hatte tatsächlich recht, die Schere, die ich um die Ecke geworfen habe, und die an der Wand mal wieder abgeprallt ist, zigmal, die hat unsere liebe Krankenschwester doch noch getroffen. Hurra, ich bin ein Master in diesem Spiel. So, Vent a Cure. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Da möchte ich gleich hin. Checkpoint reached saving. Okay, den werfen wir erstmal aus dem Fenster, gucken. Ah, nein, nein, scheiße. Viel Spaß, Gary. Nein! Scheiße. Ich wollte das Ding aus dem Fenster werfen, da habe ich mir das selber gegeben. Aua! So, jetzt nochmal. Und tschüss. Gary, nein! Mach es nicht! Also der Coleman ist doch einfach nur zu bekloppt, oder? Das ist ein absoluter Dschihadist, der Typ, ganz ehrlich. Die erste Knarre! Ja, dem Dude, das ist auch genau der Typ, den du eine Waffe in die Hand geben musst. Und den Cure-O-Mat kennen wir natürlich noch. Den Vent-A-Cure, meine ich.
Und hier gibt es ein kleines Easter Egg. Wenn ihr den nämlich am Wochenende anpisst, dann bekommt ihr auch einen kleinen Bonus. Jui! Jui! Alles vollpisten. Das macht ja auch unglaublich viel Spaß. Vor allen Dingen dem Vent-EQ-Automaten. Als Maul! Das hört sich grausam an. Eine Halfpipe! Ich sollte dich nicht anpissen. Sag mir das nochmal. So gut. Dann wird jetzt erstmal fett gespeichert, natürlich auf dem Saturday. Bei Friday wollte ich euch vielleicht noch was zeigen, wenn sich da irgendwer von euch für interessiert. Schreibt es in die Kommentare, wollt ihr das Geheimversteck von Osama Bin Laden sehen, hier bei Postal 2. Dann sagt es mir, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann mache ich es ein Part kürzer oder so, keine Ahnung. Ich zeige das dann irgendwann mal. Hurra, wir haben eine MP5 gefunden. Und hier würde ich natürlich gerne rein, geht aber nicht. Schade eigentlich. Oh Gary, hallo. Oh oh, Problem, Problem. Ganz ehrlich, also ich werde hier richtig paranoid, wenn ich hier auf so einem Sims rumlaufe und hier Gary die ganze Zeit mit seinen Granaten wirft, dieser Zombie-Gary oder was das sein soll. Pfui, der sieht eklig aus. Ich hätte ihn gerne noch runtergetreten, geht aber nicht. Alter, was ist hier los? Doch, weiß ich. Nein! Jawohl! Jawohl! Und Gary ist down. Ah! Sprüngi! Hm, da drüben haben wir auch noch eine Schere. Nee, das bringt nichts, hier lang zu gehen. Weg mit dir! Ach nee, geht ja gar nicht. Oh Mann, wie soll ich das schaffen? Los, spring! Oh! Und nochmal, Jump! Und wir haben noch eine Miets auf dem Gewissen. Hurra! Nochmal Supplies. Braucht aber jetzt irgendwie gar keine Sau. Direkt erstmal speichern. Und komischerweise ist hier das Glas von dem Fenster mal so richtig komisch am rumschwirlen. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Tja, der Typ, der hat anscheinend die übelste Kopfverletzung von dem Schuss in die Plunze davongetragen, als er mit seiner Frau ein bisschen im Streit war. Oh oh. Das sieht nicht wirklich gut aus. Die Katzen haben hier anscheinend einen kleinen Amoklauf gestartet. Naja, was soll's. Wir werden das schon irgendwie regeln, Freunde. Surgery. Ah, nee, ich gehe mal kurz in die Restrooms. Also Katzen-Sushi schmeckt gut, habe ich jedenfalls gehört. Alter, was hat die Katze denn hier gemacht? Oh, Katzenminze. Vielleicht kann ich sie damit besänftigen. Versuch das nicht nochmal, Katze. Versuch das nicht nochmal, du blödes Mistvieh. Versuch mich hier umzubringen, ja, diese radioaktiven Katzen. Here we go again. Na toll, jetzt ist der Typ anscheinend mal wieder in so einer Art komischen Kurzkoma gefangen. Und jetzt hat er mal wieder seine Probleme mit den Colemans. Mit denen möchte ich mich eigentlich nicht anlegen, aber das muss natürlich wieder sein, weil die Colemans natürlich wieder die ganze Zeit Granaten werfen. Oh Mann, ey. Es gab noch nie so oft Gary Coleman an einem Ort wie in Postal 2. Und ich habe auch keine bessere Waffe als irgendwelche Scheren, die ich auf die werfen kann, die überhaupt nichts bringen. Das musst du erstmal schaffen, mit den Scheren zu gewinnen. Und dann kommen noch die Viecher hier. Nee. Und dann bleibt ewig noch eine Schere an der Wand hängen. Und die Katzen haben keine Chance. Ja, so muss das auch sein. Erstmal ein paar Schrotis aufsammeln. Ganz ehrlich, ohne die Schrotflinte fühle ich mich hier so ein bisschen eingezwungen in dem Spiel. Weil die Schrotflinte ist doch schon unglaublich wichtig. Ja, die Flasche hätte wenigstens jetzt mal zerspringen können. Den Effekt hätte man sich ja wohl leisten können. Also ehrlich, Running with Scissors. Meine Güte, ich halte so viel von euch, aber... Solche innovativen Entwickler. Aber dann sowas, weißt du? Da kannst du nicht mal eine Flasche zerschießen. Crack Coca-Cola oder so ähnlich. Oh oh. Ist das eine normale Krankenschwester oder... Ja, tut mir leid, Mann. Ich will doch auch nur hier raus. Maternity Ward. Keine Ahnung, was das heißen soll. Hallöchen. Katze. Hallo. Tja, die hat sich wohl... Ja, die hat wohl ein bisschen am Rad gedreht und dann war's das. Nö, hier gibt's anscheinend gar nichts zu holen. Schade eigentlich. Ich dachte, dass man hier wirklich was hätte machen können. Nö.
Ja, toll. Jetzt haben wir natürlich wieder keine Waffe, mit der wir richtig gegen die Katzen. Wobei. Ja, komm, ein Schuss und tot ist doch eigentlich genau das, was ich wollte. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Vorteile bei. Und jetzt sind wir im Administrator Room. Oh oh, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe, der Typ, der ist irre. Nö. Jawoll. Haha, wie ich den abgezogen habe. Zack. 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 Los, Katze, bleib stehen. Bleib stehen. Boah. Verrücktes Viech. Ich guck noch mal kurz. I feel like shit. Ich fühle mich wie scheiße. Ja, das kann ich verstehen. Ah, Taser und so. Ach, ich dachte schon, da oben steckt eine Machete im in der Decke. Was? Pineal Gland. Ah, okay. Ja, ist in Ordnung. Anscheinend irgendein Gehirntrauma oder irgendein Tumor oder so eine Scheiße. Keine Ahnung. Boah, ich bin froh, wenn ich keinen Tumor oder so habe, von dem ich nichts weiß. Das Schlimme ist ja immer, dass die unentdeckt bleiben. Ey, Moment, die Katze will ich nicht töten, die macht ja nichts. Aber mitnehmen kann ich sie auch nicht, oder? Wo ist die hin? Oh nein. Na komm, hier haben wir was zum Cure. Das brauchen wir aber eh gerade nicht. Braucht kein Schwein. Ich habe jetzt übrigens aus irgendeinem Grund, mache ich die Folgen jetzt einfach mal 13 Minuten lang. Keine Ahnung, wieso. Oder 14 halt. Aber nicht mehr 15 und 16. Tja, Katze, du wirst weggeschoben. Oh oh. Die wurde einfach mal so zerfleischt, die Katze, die Arme. So, einfach mal gucken, was es denn hier so Schönes gibt. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Da kommst du nicht rein. Hier ist auch nur ein Krankenzimmer. Oh yeah. Definitely need more of that. Und es gibt wieder was, um sich zu heilen, aber es gibt auch wieder Probleme. Der Typ mit dem Kuhkopf, mit dem habe ich, glaube ich, gleich echte Probleme. Ne, der ist zum Glück ja nicht... Wow. Der ist zum Glück ja nicht allzu nah gekommen. Aber der mit der Granate, der ist immer noch so eine witzige Nummer hier. Ich bin keine Bitch, du bist eine Bitch. Und hör auf, dich zu teleportieren, Mann, das riecht richtig auf. Ganz ehrlich, Gary, das riecht einfach auf. Warum teleportierst du dich die ganze Zeit? So, was haben wir hier Schönes? Noch eine Schere. Ja gut, haben wir eh wieder aufgesammelt. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns die nächsten Räume mal an. Hui. Ach nee, ah ja toll, jetzt ist der noch halbwegs unsichtbar und rot. Was ist denn das? Und die Tür ist im Arsch gegangen. Oh oh. Also der Typ, der hat wirklich gerade das übelste Psychotrauma. Ey! So, hier gibt's auch wieder was zum Heilen. Ach, das ist doch schön. Ja, und im Endeffekt hat sich das gar nicht gelohnt, hier reinzugehen. Wir haben Energie abgezogen bekommen, haben sie zurückbekommen, aber im Grunde für den Arsch, ne? Brauchst du nicht. Und hier haben wir auch wieder was absolut Geschmackloses. Für die extravaganten und natürlich halbwegs durchsichtige Katzen. Auch wieder im Turbo-Modus. Was auch sonst. Ja, dann würde ich sagen, mit den Turbo-Katzen und diesem ganzen Scheiß und diesem Psychotrauma, was der Dude gerade durchlebt, sehen wir uns gleich im nächsten Part von Paar Hostel Zavo wieder. Ich gucke nur mal kurz noch in diese kleinen Zellen rein. Helft mir, helft mir. Ich hab das Heilmittel. Das Heilmittel. Und noch einen dritten die Nüsse. Oder so ähnlich. So, hier drin. Ja, hier drin ist, da kriegst du richtig einen an Kotzen, weil sich da alles bewegt in dem Raum. Ja gut, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Paar Hostel Zavo. Bleibt gesund und haut rein. Der Dude sagt, keine Ahnung, was der sagt. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.